Mit dem folgenden Beitrag wollen wir noch einmal Papst Benedikt Emeritus danken für sein Lebens- und Glaubenszeugnis. Mit seinem Heimgang ist nicht etwa etwas Großes zu Ende gegangen, sondern es beginnt eine neue Generation Benedikt. Und diese neue Generation wird ihren Glauben besser kennen als den ihrer Eltern. Ich glaube, dass wir im Katholischen auch heute darauf hinkommen, dass es hier eine äußere Begrenzung, wo man autoritativ sagen würde, hier darf nicht weiter gefragt werden, nicht geben kann. Die Kirche muss wirklich immer den Mut haben, auch gegen das, was gerade herrschend ist und was alle für richtig ansehen, in Opposition zu gehen. Ich glaube, es ist schwierig geworden, weil die Welt, die wir antreffen, ganz von uns selber gemacht ist und sozusagen Gott in ihr nicht mehr direkt vorkommt. Er trinkt nicht aus der Quelle, sondern aus dem, was uns schon abgefüllt entgegenkommt. Das ist eigentlich eine Stunde der Gnade, dass wir zurückdenken können an 95 Lebensjahre von Josef Ratzinger, den ja Christus selber, der Herr seiner Kirche, auf den Stuhl Petri am Ende geführt hat, wo wir ihn jetzt als den Papst Benedikt XVI. In unserem Gedächtnis behalten und ihn auch so verehren, im Glauben überzeugt, dass er nicht einfach weg ist, in der Vergangenheit verschwunden, sondern dass jeder Gläubige, der im Herrn stirbt, auch im Herrn aufersteht und jetzt schon bei Christus im Himmel auch für uns eintritt, sich für uns sorgt, uns liebt und auch für uns betet, dass es mit seiner Kirche auf Erden gut geht, deren oberster Vorsteher er ja gewesen ist, sichtbares Prinzip, ihre Einheit im Glauben und der Gemeinschaft der Bischöfe und aller Gläubigen. Und so hoffen wir, dass viele sich an ihm ein Beispiel nehmen, an der Kraft seines Glaubens, an der Tiefe seines Zeugnisses und auch an dem Ende seines Lebens, dass er in Christus gestorben ist und seine letzten Worte doch waren auch Jesus, ich liebe dich. Und das ist nichts anderes, was jeder Christ sagen kann, sei es ein kleines Kind oder ein Greis, jetzt wie er war mit 95 Jahren, ein gebildeter Mensch, ein einfacher Mensch, in welchen Berufen auch immer, welche Zeit auch immer. Jesus, ich liebe dich, das ist die Mitte unseres Glaubens. Ich stehe vor der letzten Wegstrecke meines Lebens und weiß nicht, was mir verhängt sein wird. Aber ich weiß, dass das Licht Gottes da ist, dass er auferstanden ist, dass sein Licht stärker ist als alles Dunkel, dass Gottes Güte stärker ist als alles Böse dieser Welt. Leben wir als Einzelne und als Gemeinschaft der Kirche die Einfachheit einer großen Liebe, die auf der Welt das Einfachste und das Schwerste zugleich ist, weil es nicht mehr und nicht weniger verlangt, als sich selbst zu verschenken. Thank you.
Demus Papam. Dominum Josephum. Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Ratzinger. Bist du bereit, wie dem Nachfolger des Apostels Petrus in Gehorsam und Treue verbunden zu bleiben? Ich bin bereit. Er ist nicht ein Manager, ein Chef von eigenen Gnaden, sondern der Beauftragte des anderen, für den er eintritt. Und er kann deshalb auch nicht beliebig seine Meinungen wechseln, einmal für jenes eintreten, einmal für dies, je nachdem, wie es gerade günstig erscheint. Er ist auch nicht dazu da, seine Privatideen auszubreiten, sondern er ist ein Gesandter, der eine Botschaft auszurichten hat, die größer ist als er. Ich finde es ganz erstaunlich, dass ausgerechnet in einem Moment, in dem die deutsche katholische Kirche in einer unglaublichen Krise steckt. Wir stecken in einer Krise es ist wie ein Tauziehen um die Frage, in welchen Weg schlagen wir ein auf diesem viel zitierten synodalen Weg. Das heißt, woran glauben wir eigentlich noch? Und in welche Richtung werden wir gehen? Und gerade das, was Papst Benedikt immer gesagt hat, das, worüber er gesprochen hat, ist das, was dort möglicherweise am meisten abgelehnt wird. Und es gibt in Deutschland nicht wenige, die diesen deutschen Papst eigentlich mit Missachtung strafen und sein großes Lebenswerk eigentlich überhaupt nicht sehen wollen, beziehungsweise am liebsten irgendwo in die hintersten Regale verstecken wollen. Und mitten in diese Krise hinein stirbt dieser Mann, stirbt unser Papst, wir waren Papst. Und durch seinen Tod wird nun seltsamerweise sein Lebenswerk ausgerechnet in dieser Krise so massiv in Erinnerung gerufen, weil es eben in der Natur der Sache liegt, dass man in dem Moment, wo so jemand verstirbt, auch seinen geistigen Nachlass natürlich noch einmal in Augenschein nimmt. Und vielleicht ist das letzte Geschenk, das er auch uns vielleicht als deutsche Kirche hinterlässt gerade, dass er uns mit seinem Tod zwingt, noch einmal darauf zu schauen, was er in vielen Worten ja auch versucht hat, immer wieder uns mit auf den Weg zu geben. Es gibt auch eine Ökologie des Menschen. Auch der Mensch hat eine Natur, die er achten muss und die er nicht beliebig manipulieren kann. Der Mensch ist nicht nur sich selbst machende Freiheit. Der Mensch macht sich nicht selbst. Eine Weltzuwendung der Kirche, die ihre Abwendung vom Kreuz darstellen würde, könnte nicht zu einer Erneuerung der Kirche, sondern nur zu ihrem Ende führen. Der Sinn der Weltzuwendung der Kirche kann nicht sein, den Skandal des Kreuzes aufzuheben, sondern allein der, ihn in seiner ganzen Blöße wieder zugänglich zu machen, indem alle sekundären Skandale weggeräumt werden, die sich dazwischen geschaltet haben und leider oft genug die Torheit der Liebe Gottes mit der Torheit der Eigenliebe der Menschen verdecken. Für mich ist er der wahre Theologe im eigentlichen Sinn. Ein Theologe, der nicht nur über Gott gesprochen hat, in unglaublich in tiefgreifender Weise, sondern auch mit Gott in erster Linie. Für mich ist das wirklich ein knielender Theologe aus dem Bilderbuch. Er hat so viel uns hinterlassen und ich glaube, dass wir das ganze Potenzial von dem geistlichen Erbe, das er uns hinterlässt, erst mit der Zeit überhaupt fassen und aufarbeiten können. Was mich an Benedikt besonders fasziniert, ist seine Theologie, seine große Weisheit, aber die auch gepaart mit einer großen Demut
und einer großen Einfachheit. Dass das Christentum in die Krise gerät, wenn das alles nicht wahr ist, sondern es nur irgendwelche uralten Symbole sind, das ist, denke ich, offenkundig. Denn wenn ich jetzt plötzlich nicht mehr annehmen darf, dass wirklich der eine Gott gesprochen hat, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, dass er durch die Kirche mir gegenwärtig wird, na ja, dann kann ich mir aus dem Kramladen der Ideologien auch da ein paar Versatzstücke heraussuchen, aber ich kann nicht mehr Christ sein, denn die Überzeugung fehlt dann. Wahrheit ist durch Gewohnheit ersetzt und Gewohnheit kann sich auch ändern oder soll sich vielleicht sogar ändern. Insofern, glaube ich, ist die Frage wirklich, dürfen wir daran festhalten, dass sich uns Menschen Wahrheit gezeigt hat, dass sich der wahre Gott berührbar gezeigt hat, oder müssen wir das aufgeben und dann wird aber alles anders? Und insofern würde ich sagen, sollte jetzt der lebendige Aufbruch von unten ermutigt werden. Und wenn er weiter wächst, wird im richtigen Augenblick auch dann die Ernte eingebracht werden können. Also was mich in diesem Moment bewegt, ist eine unglaubliche Dankbarkeit für eine große Zeit, für einen großen Mann, Gottes, der von seinem ersten Auftreten an in den 50er Jahren bis auf sein Sterbebett eine einheitliche Botschaft hatte. Eine Botschaft, die die Weite des Geistes umfasste und gleichzeitig die Intensität der Liebe hatte. Und die damit endete, dass er auch im Sterbebett sagte, Signore, ti amo, Herr, ich liebe dich. Das ist so erschön und so wunderbar, hier so viele Kinder von Benedikt und Johannes Paul zu treffen, die Danke sagen. Für Gott und alles Gute heute. Arrivederci und bis bald. Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit durch Ihr Gebet und Ihre Spende. Was wir hier machen wollen, ist eine Art katholische Erneuerung in unserem Glauben, den wir besser kennen wollen, lieben und teilen wollen.